Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine ganz, ganz tolle Karte, die ich total cool finde, weil sie natürlich wieder eine besondere Kartenform ist. Und ich zeige es euch jetzt erstmal anhand von dieser. Das ist jetzt einmal dieses Design von vorne und dann seht ihr hier schon so kleine Laschen. Und das Tolle ist, wenn man jetzt an den Laschen zieht, klappt sich hier gleich was auf und das kann man dann nochmal aufklappen und könnte hier zum Beispiel Fotos unterbringen oder natürlich auch viel, viel Text. Hier könnte man natürlich auch noch stempeln und gestalten, auch einen Text aufbringen. Und wenn man möchte, könnte man es hinten genauso machen, auch nochmal vielleicht Fotos unterbringen. Und man hat auf der Rückseite noch ganz viel Platz für Grüße. Wenn man die Karte also wieder zusammenklappt, ich drehe sie mal nochmal um, also wenn man die wieder zurück in die Ausgangsposition bringt. Hoppala, jetzt klemmt irgendwo was. Der Vorfi weckt. Also genau, wenn ich die jetzt wieder zusammenbaue und umdrehe, habe ich hier hinten noch ein großes Feld für Grüße oder Wünsche, wie auch immer. Ich habe mir gedacht, das wäre auch eine nette Idee für ein kleines Mini-Album als Kartenform. Vielleicht auch zur Hochzeit. Diese Karte ist jetzt zur Hochzeit gestaltet. Sieht so aus. Wenn man die nämlich zur Hochzeit schenkt, dann könnte man das auch so nutzen, dass man eben hier die Grüße unterbringt und da dann vielleicht zum Beispiel von der standesamtlichen Hochzeit noch ein paar hübsche Fotos, genauso auch hier hinten vielleicht noch zwei hübsche Fotos hinmacht und ja, dann so ein kleines Erinnerungsalbum und gleichzeitig eine schöne Karte, also ein Geschenk mit einer Karte kombiniert. Genau, ich habe euch auch noch eine weitere Designidee. Wir machen im Video jetzt wieder eine andere, also wir sind heute voll breit aufgestellt sozusagen. Die habe ich euch entweder gleich am Anfang gezeigt, diese zweite Kartenidee zur Hochzeit, oder ich mache es am Ende des Videos, dass ihr dann noch eine andere Karte seht. Und diese Karte hier, also in diesem Design, die basteln wir bei unserem Teamtreffen. Wenn ihr das Video seht, hatten wir schon unser Teamtreffen. Und ich freue mich schon richtig fest drauf und ich finde das Papier so schön und kann man richtig toll gestalten mit diesem neuen Papier. Ich zeige euch jetzt aber noch für dieses Video noch eine weitere Idee. Nochmal mit einem anderen Designerpapier. Das habe ich nämlich schon hergerichtet. Ich hatte die Karte auch schon mal mit Rosé im Hintergrund, also Kirschblüte ist es jetzt vom Design. Möchte sie jetzt aber mit dem Grundkarton in Granit machen. Das passt noch ein bisschen besser vielleicht. Also es passt auch gut mit diesem Ton, aber ich wollte es mal noch ein bisschen anders gestalten. Dann habt ihr wirklich ganz viel Auswahl, wie ihr das nachbasteln wollt. Genau, die Idee zu dieser Karte habe ich gesehen bei, ich blende euch den Namen ein, ich kann mir das nicht merken, ich kann es noch nicht aussprechen, aber, oder ich mache es auch eigentlich fast genauso, aber ich wollte euch die Punkte nochmal einzeln erklären. Mir ist das Video selber fast zu schnell gewesen und deswegen mache ich euch das jetzt als Video und natürlich auch für alle Teammitglieder, die keine Zeit hatten am Teamtreffen, dass ihr es auch nachbasteln könnt. Und ich habe dazu eine wirklich ausführliche, sehr detaillierte und genaue Beschreibung gemacht. Die verlinke ich euch auf meiner Webseite. Ich mache mal den Link hier hoch. Dann könntet ihr euch das ausdrucken, weil das wirklich eine gute Hilfestellung ist, wenn man da... Es ist schon ein bisschen was Komplizierteres. Man muss hier und da wirklich gut aufpassen. Und auf der Anleitung ist das wirklich ganz, ganz, ganz genau beschrieben. Okay, aber jetzt geht's wirklich los. Ich zeige euch als Erstes, was ihr an Material braucht. Ich muss aber ganz kurz noch meine Papierhüllen holen. Ich habe hier einmal Farbkarton in Granit als Grundfarbe für die heutige Karte und Grundweiß. Ich benutze den Grundweiß extra stark, eigentlich fast immer. Das ist mir eigentlich am liebsten. Und das Designerpapier, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich das jetzt her habe. Ob es das noch gibt, ich weiß es nicht genau. Bei den Karten für mein Team habe ich dieses Designerpapier benutzt, das hat diese Nummer, das heißt Sonnendruck und ist das ganz neue aus dem neuen Katalog und ich finde es wunderschön. Da gibt es ganz tolle Designs und schöne Farben, also falls ihr das mit dem basteln wollt, so wie bei dieser Musterkarte, das passt natürlich auch sehr gut. Okay, und ihr braucht dazu ziemlich viel Material, das wir jetzt gleich so Stück für Stück verarbeiten. Und ich habe euch das schon ein bisschen hergerichtet, damit ihr das alles seht. Und werde es ein bisschen versuchen, euch sortiert zu erklären, sozusagen. Also, das Wichtigste oder das Grund,
Grundelement habe ich jetzt mal in Granit genommen als Farbkarton. Und ich habe hier ein großes Granit, das hat die Länge von einem A4-Papier. 29,8, glaube ich. Also einfach ein A4-Papier. Und ihr schneidet euch das auf 12,5 in der Breite zu. Das ist die Grundkarte. Und dann habe ich noch zwei Stücke mit dem Maß 16 cm mal 9,5 cm zweimal. Dann habe ich zweimal Farbkarton in Grundweiß. Also ich habe noch ein bisschen Restgrundweiß. Wo ist mein zweimal? Hier. Grundweiß, da habe ich zwei Stücke in dem Maß 9 x 6,5 cm. Das lege ich mal hier oben hin. Und ich habe ein Stück in dem Maß 12 x 9,5 und eins in 11,5 x 9 cm. Denn das passt nämlich dann gleich zu meinen Designerpapieren. Das werdet ihr jetzt mal kurz sehen. Ich lege mir das jetzt mal richtig auf. Das Designerpapier ist nämlich immer ein kleines bisschen größer und einmal ist das Grundweißpapier ein bisschen größer. Also man klebt sich das am Ende dann so zusammen und das hat das Maß, was ihr dann fürs Designerpapier braucht. Da braucht ihr nämlich 4 bis 6 Stücke in 9 x 6,5 cm. Zwei Stücke, das sind diese kleinen Streifen hier. Das ist also einfach die Rückseite. Ich habe da einfach nur ein einziges Designerpapier verwendet und benutze beide Seiten. Das hat das Maß 9 cm mal 1,5 cm. Und dann habe ich eins in 12 mal 9,5 und eins in 11,5 mal 9 cm. Das sind eben diese beiden, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, die dann Front- und Rückseite von unserem Album oder unserer Karte ergeben. Genau, wie gesagt, noch ein bisschen Grundweiß, wenn ihr Deko machen wollt. Und ich habe mir jetzt schon mal ausgestanzt noch ein Designelement für vorne drauf dann. Und das war's. Und wie gesagt, wenn ihr unterschiedliche Designerpapiere habt, wo ihr nehmen wollt, könnt ihr das machen. Oder ihr nehmt einfach eins, also eine Seite, ein 12x12 reicht da aus und habt dann eben Vorder- und Rückseite. Und wenn ihr Verläufe habt, dann müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt einfach eins genommen, wo kein Verlauf ist, da tut man sich viel leichter. Aber das erkläre ich euch dann auch noch im Video. Okay, und wir starten jetzt mit unseren Grundkarten, mit diesen zwei Grundkarten, die haben ja das Maß 16 x 9,5 cm. Und da schnappe ich mir gleich eins und mein Papierschneider. Und hier mache ich es jetzt so, ich mache mir hier bei 2 cm eine Markierung. Da schnappe ich mir jetzt einen Bleistift und mache mir einfach hier oben einen Punkt. Und hier unten einen Punkt halt genau in dieser Rille. Wenn ihr einen ganz spitzen Bleistift habt, könnt ihr das auch einfach so machen, dass ihr das da durchzieht. Meiner macht es leider gerade nicht mit und mein Spitzer ist irgendwo. Aber ich mache hier bei 2 cm einfach eine Markierung. Das ziehe ich mir jetzt gleich nochmal nach. Drehe mir das Ganze aber nochmal um. Ich merke es gerade, ich fange auf der falschen Seite an. Genau, bei 2 cm und drehe mir das Ganze jetzt so um, dass meine Markierung auf der linken Seite liegt und mache mir eine Falzlinie bei 9 cm. Also hier bei 9 cm anlegen und mit der Falzklinge eine Falzung reinmachen. Ich zeige euch das gleich nach, aber ich mache es mit der anderen Seite genauso. Ich mache nochmal hier eine Markierungspunkte von 2 cm oben und unten. Drehe mir das wieder um, dass es auf der linken Seite liegt und mache mir noch eine Falz bei 9 cm rein. Und jetzt nehme ich mir einfach ein Geodreieck und verbinde meine beiden Markierungspunkte. Kann man auch lassen und das Geodreieck einfach schön bei 2 cm anlegen natürlich. Aber so geht es eben auch. Je nachdem, was euch da lieber ist. Und je nachdem, wie spitz euer Bleistift ist natürlich. Vielleicht ging das ja vorher schon in einen. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ich habe hier eine Markierung mit Bleistift gesetzt und hier einfach eine Falzlinie reingemacht. Und das bei beiden Papieren. So, und jetzt mache ich jetzt die Grundkarte A und die Grundkarte B. Und ich fange jetzt eben mit einem der beiden Teile an, noch ist es total egal, welches man benutzt. Und mache jetzt hier einen Kleber drauf und wir brauchen noch ein Band. Das habe ich das noch gar nicht hergelegt? Das war doch bestimmt in meiner Materialtüte. Das ist jetzt irgendwo untergegangen. Ich kann nochmal suchen gehen.
Und zwar habe ich jetzt hier ein Band, das hat ungefähr, ich glaube so, genau, 14 cm, so ein Band, einfach was ihr habt, was gut zu einem Papier passt. Und das schneide ich mir jetzt einfach in der Mitte einmal durch und habe dann zwei Stücke mit 7 cm. Die brauchen wir jetzt nämlich. Das sind dann nachher diese Laschen, wo man das aufzieht. Und dann nehme ich mir einfach ein Stück Abreißklebeband, das finde ich ganz einfach, und mache mir jetzt hier unten zwei so kleine Punkte hin. Das Einzige, was ich jetzt hier beachte, ist, dass ich nicht ganz so nah an den Rand gehe und auch nicht ganz so nah an diesen Rand, weil da kommt nachher mein Designerpapier drüber. Ich schnappe mir jetzt mal das Grundweiß, damit ihr das seht, dass halt da dann der Rahmen trotzdem noch schön außenrum ist. Also, das könnt ihr beachten. Okay, das ist meine eine Karte und bei der anderen Karte lege ich es mir genau andersrum hin. Da ist jetzt meine Markierung auf dieser Seite. Und meine Punkte zum Bekleben mache ich mir hier oben hin. Das ist meine Grundkarte B sozusagen. Also wenn ihr die Anleitung euch ausdruckt, dann könnt ihr da gleich mitlesen. Okay, also die Markierung ist hier auf der rechten Seite. Hier ist die Falzlinie und da sind die beiden Klebepunkte. Und hier ist die Markierung auf der linken Seite und die Falzlinie hier und die Kleber unten. Genau, ich nehme euch jetzt noch ein kleines bisschen näher. Vielleicht ist das dann noch ein bisschen ersichtlicher. Ich werde jetzt auch versuchen, dass ich das immer so liegen lasse, dass ich da nicht euch durcheinander bringe. Also ich fange jetzt hier mit dem unteren an, mache mir jetzt diese Klebeschutzfolien weg und schnappe mir jetzt mein Band und klebe das jetzt mal hier fest. Ihr könnt euch das erstmal so hinlegen. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir das erst hinlege. Das möchte man ja auch nicht zu lange unten rausschauen lassen, so ein bisschen halt. Und dann klebe ich mir das jetzt hier einfach so an. Okay, das ist meine untere und jetzt mache ich es oben genauso. Wieder diese Schutzfolie abziehen und mir hier oben auch das Band einfach so ankleben. Und auf das ist jetzt sozusagen unsere große Orientierungshilfe bei dem Ganzen. Okay, jetzt nehme ich mir mein Designerpapier. Und da habe ich ja, ich lege das jetzt einfach mal so aus. Klebe das aber noch nicht fest. Ich habe ja auch noch diese zwei Streifen, die braucht man dann noch. Sieht man später dann eigentlich fast gar nicht mehr. Aber so klebe ich mir das Ganze jetzt auf. Und dann brauche ich außerdem noch für die Rückseite die zwei weiteren Designerpapierelemente und das grundweiße Papier. Wenn ihr diese zwei nicht haben wollt, also auf der Rückseite ist das dann könnt ihr das auch weglassen, die zwei Designerpapiere. Ich zeige euch das mal kurz, was ich jetzt hier genau mache. Also ich klebe mir jetzt auf die Vorderseite das Designerpapier so an und auf der Rückseite kommt dann eben diese grundweiße Karte, die beschriftet man ja, die sieht man auf jeden Fall. Und wenn man hier ein Foto hinklebt oder wenn man das lassen will, muss man das nicht unbedingt machen. Diese zwei Elemente könnt ihr euch auch sparen. Dann würde man halt die Grundkarte sehen. Das macht ihr, wie es euch besser gefällt. Genau. Und ich glaube, hier lasse ich euch kurz ein bisschen Musik laufen. Also ich klebe mir das jetzt mit Flüssigkleber einfach an, dass ich hier einfach mal den Farbkarton so anbringe. Ihr könntet das natürlich auch andersrum machen, dass ihr sagt, ich möchte das Grüne als zweites Element haben und dann hier wieder das Helle. Also da guckt ihr einfach, was euch besser gefällt. Ich würde es jetzt einfach so gestalten. Ich mache es also genau gleich und klebe mir das einfach mit Flüssigkleber und einem kleinen Rand an. Okay, also das sind jetzt meine Vorderseiten und jetzt drehe ich mir das einfach um und mache noch die Rück- oder ich mache es so. Ich nehme jetzt ein Falzbein und klappe mir diese Laschen einfach nach vorne um. So und klebe mir jetzt hier ein flüsterweißes Papier auf. Wenn ihr das noch gestalten wollt, könnt ihr das natürlich jetzt auch vorher machen, also dass ihr das vorher bestempelt, bevor wir das aufkleben. Das mache ich vielleicht auch. Ich würde mir jetzt nur auf die Rückseite eben noch ein Designerpapier kleben, damit ihr dann seht, wo das hinkommt und dann weiß man, es gibt nur noch einen Platz.
Und da könntet ihr euch auch eine Markierung setzen, wenn ihr wollt, hier bei 2 cm. Aber ich finde, das kann man auch ganz gut freihand aufkleben. Also wir schauen halt einfach, dass hier ein schöner Rahmen entsteht und das bleibt ja frei. Da kommt dann kein Designpapier hin. Genau, und hier würde dann eben das grundweiße Papier dann kommen. Wir bestempeln es einfach kurz und dann zeig ich euch, wo das hinkommt. Und hier ist es genauso bei der oberen Karte. Da klappe ich mir das auch einfach ein. Und kommt eben hier das grundweiße Papier drauf und auf die Rückseite dann noch das Designerpapier. Auf diesem Ausdruck, den ihr euch ausdrucken könnt, also auf meiner Anleitung, da habe ich auch gezeigt, wie man das aufkleben müsste, wenn man einen Verlauf hätte. Da habe ich so Herzen drauf gemacht. Und da seht ihr, wie die Verläufe sind. Genau. Okay. Aber so sieht das Ganze aus. Ich lege das jetzt mal ein bisschen nach oben. Ich hoffe, ich verschiebe nichts, weil um das geht es mir, dass ihr da wirklich wisst, bei welchem Punkt ich gerade bin, weil das eben auch in diesem anderen Video so ein bisschen kompliziert war. Dann würde ich jetzt einfach mal schnell ein bisschen stempeln mit euch. Hätten wir vielleicht gleich am Anfang machen können, aber es ist egal. Schnappe ich mir schnell eine Stempelunterlage. Ich nehme als Farben meine Lieblingsfarben gerade im Moment einmal Celadon und einmal Lodengrün. Das hat da unten diese Bestellnummer. Sorry, dass das noch nicht beschriftet ist, aber das habe ich noch nicht geschafft. Und als Stempelset, meine Lieblinge, ihr wisst es ja, Painted Puppies und besondere Momente. Ich finde es so toll, dass sie immer noch im Katalog sind und deswegen möchte ich mit dem natürlich mal wieder ein bisschen stempeln. Was nehmen wir denn? So ein bisschen Blümchen, ein bisschen Blätter, ja. Und dann nehme ich noch den Spruch aus dem Set. Besondere Momente sind immer ein Grund zum Feiern. Und diese kleinen Punkte nehme ich auch noch. Und da schnappe ich mir jetzt einfach meine 2. grundweißen Farbkartone und stempel da ein bisschen. Ich nehme jetzt mal Lodengrün. Und die Blüte mache ich auch in Lodengrün, glaube ich, so dunkel. Aber sehr schön. Und diese Sprenkelchen mache ich jetzt in dem Celadon einfach. Einfach so ein schönes Set. Genau, die kleben wir uns gleich auf. Und wenn ich das jetzt schon da habe, würde ich es auch so machen, dass ich auf meine Rückseite sozusagen auch noch ein bisschen was stempel. Auch nochmal die Mohnblüte und das Blatt in Lodengrün. Die Sprenkelchen wieder in Celadon. Die mache ich einfach so ein bisschen so drüber. Ich mache da jetzt keinen Spruch drauf. Das kann man dann immer nur mit der Hand auch schreiben. Und was ich noch brauche, ist einfach ein Reststück für unseren Spruch, der dann vorne drauf kommt. Den mache ich auch noch mal in Lodengrün, damit ich nicht durcheinander komme. Da können wir auch noch ein paar Spänkelchen hinmachen, vielleicht so. Den stanze ich mir nachher noch aus. Genau, aber das wäre so alles an Deko und alles an Stempeln. Jetzt positioniere ich mir das wieder so, dass ihr nicht durcheinander kommt. Ich habe hier diesen schmaleren Streifen und unten diese Lasche und der schmale Streifen ist hier oben rechts und hier oben ist die Lasche. Das könnt ihr achten. Und dann klappe ich mir das ein und klebe mir diese beiden Elemente da einfach drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch später bestempeln. Nur manchmal hat man dann so ein bisschen Rand. Und das will man dann meistens auch nicht. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen mit dem Falzband nachgehen, dass das schön gerade ist. Hier. Und hier oben auch noch mal einklappen. Okay, und jetzt möchte ich noch ein Loch reinmachen in der Mitte. Ihr könnt es jetzt per Augenmaß machen. Oder ich glaube, ich messe es mir tatsächlich ab kurz. Also ich nehme hier die Mitte. Muss mal gucken, ich habe es mir auch aufgeschrieben. 4,75 und 1 cm. 4,75
und 1 cm von unten. Ehrlich, da ist die Mitte? Nee, aber ist wurscht. Dann setzen wir uns die Markierungen. Ja, wir glauben das jetzt mal. Genau, also von 1 cm von außen und 4,75 von beiden Seiten mache ich mir bei beiden Karten dann eine Markierung. Dann ist es auch ordentlich. Und ihr könntet das natürlich auch mit per Augenmaß machen. Es klappt meistens genauso gut. Und jetzt schnappe ich mir einfach eine Lochstanze und ich nehme die schmalere Stanze von der, ich habe jetzt hier die Cropper-Teile und mache mir da einfach ein Loch rein, seht ihr das? Und das mache ich bei der zweiten Karte auch. Okay, und jetzt habe ich meine beiden Grundkarten und legen wir die wieder so hin, wie es war, in Ausgangsposition. Und jetzt schnappe ich mir die tatsächliche Grundkarte, also die große Karte. Die hat ja die Länge von einem A4 und 12,5 in der Breite. Und falze mir das auch nochmal kurz. Da schnappe ich mir nochmal meinen Papierfalter. Da nehme ich jetzt die lange Seite, lege ich mir ein und gebe auf 9,9 cm. Und mache mir hier eine Falzlinie. Das ist meine Talfalz. Das heißt, ich falze mir ja hier so eine Rille rein, also ein Tal. Und jetzt mache ich es so, dass ich mir das Papier einfach einmal so rumdrehe. Und dann falze ich mir die zweite Linie bei 19,8 cm. Und meine gefalzte Seite bleibt einfach hier. Genau. So habe ich jetzt hier auch eine Talfalz. Und jetzt ist das quasi meine Berg- und meine Talfalz. Ich erkläre euch das gleich. Es ist nicht unbedingt total wichtig, aber ich finde, zur Orientierung ist es gut. Ich habe es jetzt wieder umgedreht. Jetzt ist hier meine Talfalz. Also da ist der Hügel auf der Rückseite sozusagen. Dieser kleine Hügel ist die Bergfalz und das ist die Talfalz. Und hier habe ich eine kleine Hügel, also die Bergfalz und da ist unten die Talfalz. Okay? Und damit ihr wisst, wo ich immer bin, mache ich so, dass ich mir die Bergfalz, dass die unten ist. Das heißt, diese Erhöhung dieser Hügel ist jetzt die untere Linie und diese Senke ist die obere Linie. Und jetzt klappe ich mir das einfach einmal hoch, falze das schön ordentlich nach und klappe das einmal zu und falze es auch schön nach. Und da könnt ihr euch immer merken, dieser Berg, diese Rille, die da entsteht, die muss immer innen sein. Okay? Ich nehme mir wieder meine Grundkarten, die noch genauso liegen wie vorher, und schnappe mir als erstes die Grundkarte A oder B, ist eigentlich egal, aber wir machen jetzt mal hier unten weiter mit der Grundkarte A und machen uns hier eine Markierung für unser Loch. Und dazu mache ich so, dass ich mir das hier komplett bündig anlege. Ich zoome euch mal kurz hin, dass ihr das ganz genau seht. Also ich schnappe mir jetzt die Karte, wo dieses Motiv oder diese Lasche hier unten ist und diese schmale Lasche ist hier, die lege ich mir hier komplett an und habe dann hier oben und hier unten noch einen ganz kleinen Rand und mache mir da eine Markierung hin. Da weiß ich dann, da muss ich nachher lochen. So, und jetzt nehme ich mir die zweite Karte, diese hier, da ist meine Lasche jetzt nach oben und mache mir die eben auf die andere Seite hier. Geht jetzt erstmal nur um die Markierung setzen, auch wieder komplett bündig an der Seite und oben und unten ist noch ein kleiner Rand. Mache mir dann nochmal eine Markierung für meine Lochstanzung. So wird das Ganze dann nachher fast angebaut. Also da gibt es eben noch was zu beachten. Und jetzt schnappe ich mir mal schnell meinen Lochstanzer und stanze mir diese beiden vorgezeichneten Löcher einfach einmal aus. Wenn ich mal nicht so zittern würde. Jetzt. Okay, so sieht das Ganze aus. Jetzt nehme ich euch wieder ein bisschen raus. Und jetzt ist eigentlich die einzige Stelle, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ihr nehmt euch die Grundkarte A. Das heißt, das ist diese Karte, wo hier der schmalere Streifen ist. Und hier unten meine Lasche. Die Lasche ist nach unten. Und legt mir die einfach hier auf. Schnappt mir eine Spreizklammer. Braucht ihr auch noch. Die sollte ich euch vielleicht am Anfang auch durchgeben. Und mache mir das jetzt hier einfach hin. Seht ihr das? Ich befestige mir das hier einfach mit dieser Spreizklammer.
dann sieht das Ganze so aus. Hier einfach nur beachten, dass das Band nach unten zeigt. Und jetzt drehe ich mir das Ganze um, sodass hier meine Spreizklammer ist, dieses Band nach unten zeigt, und schnapp mir meine andere Karte und drehe mir diese Karte so rum, dass auch hier das Band nach unten zeigt. Hier ist dieses schmale Streifen mit meiner Lochung und mache mir hier noch meine Spreizklammer hin. Wo ist sie? Hier. Da kann ich euch auch noch mal kurz die Bestellnummer sagen. Wo steht die denn? Hier unten. Das ist so ein ganzer Mix und ich habe diese großen gewählt. Die sind super für diese größeren Löcher. Aber ihr könnt auch ganz normale Spreizklammern nehmen, die man zum Versand benutzt. Okay, also jetzt ist die einzige Sache, wo man eben aufpassen muss. Diese Stelle ist ein bisschen tricky, deswegen erkläre ich sie nochmal. Wir fangen an, dass wir dieses Teilchen mit dieser Lasche nach unten hier hin machen. Dann drehen wir uns das einmal um und machen uns dieses zweite Teil auch mit der Lasche nach unten hier hin, auf der Rückseite. Jetzt habe ich mir das aufgeteilt in erstes Element, zweites Element und drittes Element, damit ihr das von der Orientierung wisst. Ich drehe mir das jetzt nochmal um, so dass wir das sehen, was wir als erstes hatten. Hier ist diese kleine Lasche nach unten und mache mir jetzt an meinem dritten Element sozusagen wieder eine Markierung hin bei 2 cm. Ich lasse das jetzt mal so liegen, dass das für euch nicht verwirrend ist. Mache mir hier einfach nur mit meinem Lineal nochmal so eine Markierung mit 2 cm. Das ist einfach nur für uns als Orientierungshilfe. Und hier mache ich mir jetzt Kleber hin. Und hier ist nur wichtig, dass ich mir den Kleber nicht über das ganze Element mache, sondern ich lasse diesen Teil, wo diese Spreizklammer nachher ist, den lasse ich frei. Ich werde das nämlich jetzt zusammenkleben und dieser Bereich, wo die Spreizklammer hier dann hinkommt, der bleibt frei. Genau, das ist eigentlich alles, was man beachten muss. Und jetzt klebe ich mir das einfach so zusammen. Bisschen Kleber hingebracht, so. Und jetzt seht ihr genau, jetzt sieht es so aus, dass diese Lasche nach oben zeigt und dieses Element, diese Karte B auf der rechten Seite ist. Und jetzt mache ich es so, dass ich mir hier noch eine Markierung mache, auch mit 2 cm für den zweiten Klebebereich. Seht ihr diese Markierung? Und die kann ich jetzt komplett aufkleben. Die Markierung ist dafür da, dass man es... Genau. Und jetzt nehme ich mein drittes Element und klebe das nach oben. So. Und jetzt ist die Grundkarte auch schon fertig. Jetzt nehme ich euch mal ein bisschen näher ran. Jetzt müsst ihr nur kurz kontrollieren, ob das so aussieht. Hier habt ihr eine Lasche und hier habt ihr eine Lasche. Dann ist alles richtig. Hier könnt ihr das dann auch klappen. Genau, und wenn ihr das jetzt so vor euch liegen habt, dass hier eine Schlaufe ist und hier eine Schlaufe, dann habt ihr jetzt die Vorderseite vor euch liegen. Und das ist die Seite, wo das größere weiße Papier mit dem Designerpapier drauf kommt. Das mache ich mir jetzt auch noch schnell hier drauf. Ihr könntet das natürlich auch andersrum gestalten, dass ihr hier das Weiße drauf klebt. Und da vorne so Grüße drauf macht, auf die Frontseite. Aber ich fand das jetzt schöner, wenn die Grüße auf der Rückseite sind. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen, wie er das gerne hätte. Genau, also meine Frontseite, dann drehe ich es mir noch einmal um. Und nehme hier noch meine Rückseite. Da habe ich erst das Designerpapier und dann das weiße Papier drauf gemacht, das wir uns bestempelt haben. Und das kommt einfach auf die Rückseite. So.
Ein bisschen mehr. Naja, das klebt schon. Okay, jetzt gehe ich nochmal auf die Vorderseite und mache mir mal meine kleinen Laschen auf. Und hier seht ihr es, ich habe hier ein bisschen Quatsch gestempelt. Ich hätte es andersrum aufkleben müssen. Aber das macht nichts. Das können wir noch ausbessern. Ich schnapp mir einfach nochmal schnell meinen Stempel und mache da unten noch ein Blatt hin. Wir sagen einfach, das gehört so. Das ist immer der Poppy-Effekt. Passt, oder? Noch ein bisschen. Kleckse. Ich glaube, das kann man gut so lassen. Ist gut kaschiert. Also, solange ihr macht ja auf jeden Fall keinen Spruch hin. Das mache ich vielleicht. Vielleicht kann ich das vorher einblenden, dass ihr da keine Sprüche hin macht, damit ihr das dann richtig habt. Oder eben erst im Nachhinein stemmen. Ihr seht ja, dass das trotzdem funktioniert. Aber so sieht es jetzt aus. Eben meine komplette Innenseite und auf der Rückseite sieht es dann so aus. Ich würde sagen, die Sprüche macht man einfach hinten drauf, dann kommt man da gar nicht durcheinander. Dann passt es auf alle Fälle. Ich gehe nochmal ein bisschen raus, dass ihr das nochmal kurz seht, wenn ihr das anschauen wollt, so wie diese Laschen dann verteilt sind. So ist es dann richtig. Okay. Und dann kommt nur noch der finale Abschluss. Ein bisschen Deko darf nicht fehlen vorne drauf. Da habe ich mir ja meinen Spruch schon gestempelt und ich schnappe mir jetzt einfach eine Kreisstanze. Das ist die 1/3-Viertel-Kreisstanze. Die geht gerade so rum um diese Schrift und passt dann super in dieses Element von den Stanzformen rein. Und ich fand es total charmant, dass man hier die Ecken so ganz leicht anstanzt. Das fand ich irgendwie cool. Ich kann euch noch eine Verpackung zeigen vielleicht, die wir auch machen. Da kommt dann das Vielen Dank drauf. Und da ist es eben auch so. Das fand ich irgendwie in Kombination sehr cool. Ich habe die Karte gerade offen. Aber das ist eben auch so, dass es sehr, sehr am Rand ist zwar, aber trotzdem irgendwie fand ich das sehr schön. Genau, so mache ich das jetzt eben hier auch. Meinen Spruch nehme ich mit Dimensionals. Dass der noch ein bisschen erhaben darüber geht. Und was ich da noch gemacht habe, ist, dass ich mir einfach noch ein paar Zweige ausstanze. Es gibt ja diese schöne Zweigstanze, wo wir beide Zweige in einem haben. Da muss ich euch die Nummer einblenden, die habe ich jetzt noch nicht drauf gemacht. Und dann nehme ich mir vielleicht ein bisschen Lotengrün und ein bisschen Celadon als Deko. Ja, und diese Bestellnummern. Machen wir das mal vielleicht den Zweig in Lodengrün machen. Ups. Und dieses Blütenelement vielleicht in Celadon. Machen wir zwei. Jetzt packen wir jetzt hier noch ein Stick drauf. Was ich jetzt hier noch ganz schön finde, in diesem Zweig, wenn ihr euch einfach euren Papierfalter nehmt und so ein bisschen diese Rillen in die Mitte macht, die die Blätter normalerweise so haben. Ich finde, das schaut einfach nochmal ganz süß aus. So ein ganz kleiner Unterschied. Ihr könntet euch das dann auch so ein bisschen nach oben biegen. Müsst ihr aber nicht, aber dann hat es einfach noch ein bisschen mehr Form. Aber wie gesagt, das ist so eine kleine Spielerei. Oder vielleicht ein Tipp am Rande. Genau, und den würde ich jetzt so nach unten machen und dann diese Blüten hier oben vielleicht noch hin. Das mache ich, das klebe ich mir gleich alles in einem auf. Bisschen Flüssigkleber hier hinten drauf. Gucken wir mal, ob das hebt. Das sieht man nicht sehr gut, weil das Designerpapier im Hintergrund natürlich auch noch und also fällt es euch auf überhaupt? Ein bisschen sieht man es schon, wenn man es genau anschaut. So. Ich finde, man kann es schon noch ein bisschen drauf zaubern. Und hier wären jetzt so goldene Elemente, da wären jetzt goldene Steine schön. Oder ich überlege gerade, ob ich diese noch nehmen soll. Die blauen oder Perlen wären natürlich auch schön. Die goldenen, die sind mir, glaube ich, Schmetterlinge. Wir machen Schmetterlinge drauf. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Falls ja, haben sie diese Bestellnummer. Aber ihr seht, die habe ich noch gar nicht benutzt. Die sind so hübsch. Die müssen jetzt mal da drauf. Genau, die machen das noch ganz, ganz fein und zart. Ups,
Da ist der Kleber gleich mit abgegangen, nehme ich jetzt meinen anderen. Die sind ein bisschen schwierig zum Handhaben, aber die sind total hübsch. Also für den, der die Karte ganz genau anschaut, der sieht's. Hier und hier und hier. Schön, oder? Kann man auf die Rückseite auch noch einsetzen. Da kommt er noch ein bisschen besser zum Vorschein. Vielleicht können wir den nochmal nehmen. Genau. So. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ein bisschen Ordnung schaffen. Und dann haben wir hier nochmal die Karte als Ganzes. So. Ja, wenn man es weiß. Aber naja. Ihr wisst, wie ihr es besser machen könnt. Mit dieser Stempelung, dass es dann passt. Am besten nur Blätter stempeln, dann kann einem nichts passieren. Und auf gar keinen Fall Sprüche oder es andersrum aufkleben. Ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt die Karte. Ich finde sie wirklich schön. Ich finde die Farbkombination toll mit dem Granit und dem schönen Grün. Aber ich finde es natürlich auch in Blau total toll. Das ist so die ganz andere Variante. Natürlich auch in Savanne. Schau mal, weil ich der gerade hier rumfliegt, das hätte auch schön dazu passen. Ein bisschen was Grünes noch rein. Kann ich ja noch machen. Genau. Und wie gesagt, es gibt noch mal eine Gestaltungsidee, die verlinke ich euch. Oder die schneide ich euch jetzt, denke ich, am Ende vom Video rein. Dann habt ihr noch mal eine Art, wie ihr es auch gestalten könnt. Einfach, dass man noch ein bisschen ein paar Ideen bekommt. Also, damit es halt einfach für euch viel Input ist und viele Ideen. Und vielleicht könnt ihr das eine aus der einen Karte und das andere aus der anderen Karte benutzen. Oder je nachdem, was ihr für Material habt, wird ja jede Karte anders. Aber ich wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es gefällt euch gut. Das Originalvideo verlinke ich euch übrigens in der Infobox, dass ich das nicht vergesse. Und da könnt ihr auch nochmal gucken. Und ich hoffe, die Anleitung passt für euch und ihr seid gut mitgekommen und könnt euch zur Not auch noch die Anleitung ausdrucken. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kreativiert was Neues. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.